Leinwandsonnenschutz, Dimmer. Das klingt gut, das klingt gut, das klingt gut. Test, 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 Test. Noch ein bisschen runter, noch ein bisschen. Ist das noch laut genug? Ja, weil ich höre jetzt nur mich, aber das ist okay. Gut, dann geht's jetzt los. Okay, hallo, ich bin Rainer Jung. Ich wollte was aus einem Teil meines Berufsalltags erzählen, ein bisschen Troubleshooting. Die Erfahrung, die zugrunde liegt, ist vor allem Troubleshooting im Bereich Java-Web-Applikationen und auch allgemeiner Java-Applikationen. Die Muster, die dabei vorkommen, sind aber nicht unbedingt Java-spezifisch. Das heißt, ein paar der konkreten Sachen hängen schon eng mit Java zusammen, aber das Allgemeinere, was auch drunter steckt, kann man auch in anderen Technologien als wiederkehrenden Effekt sehen. Und worum wird es heute gehen in der Dreiviertelstunde? Einerseits kurz Aufwärmrunde, eine Folie zu mir, und dann interessiert mich ein bisschen, was für Leute hier sind. Dann geht es los, dass ich beschreibe, was aus meiner Sicht so ein paar typische Phänomenologien von Problemen sind, um die ich mich so kümmere und die in der Realität so auftauchen. Dann eine Reaktionsmöglichkeit darauf, was ist mein Vorschlag, wie sollte man mit solchen Sachen eigentlich umgehen. Und am Schluss kurze Zusammenfassung, nichts Besonderes. Ganz kurz zu mir, ich bin Geschäftsführer der Kidata und ich bin eigentlich kein richtiger Entwickler. Ich mache zwar auch Entwicklung, komme aber eigentlich aus der Systemintegration. Das heißt, eigentlich geht es um Themen wie Ausfallsicherung, wie Performance, wie Stabilität von Anwendungen in der Produktion. Bin dann aber dadurch, weil dort auch viele Open-Source-Produkte waren, dazu gekommen, erstmal Code zu lesen, um Probleme zu verstehen oder um zu verstehen, was macht ein Config-Schalter eigentlich genau, und übers Lesen dann auch verstärkt zum Schreiben gekommen. Das heißt, ich bin dann erstmal Contributor in verschiedenen Projekten gewesen und bin mittlerweile Committer, also richtiges Projektmitglied bei Tomcat, und kümmere mich da vor allem um den Modul, den Apache Web Server mit Tomcat integriert, und auch ein bisschen ums Clustering, also Ausfallsicherung, Replikation. Jetzt kurz hier, wer würde sich als Entwickler bezeichnen? Ein bisschen mehr als die Hälfte, ungefähr die Hälfte. Java-Entwickler, fast, ja doch, die meisten von denen, die die Hand oben hatten. Okay, wer schreibt Code für verteilte Systeme? Also damit meine ich nicht unbedingt, dass der Code auch noch verteilt läuft, aber dass er integriert ist in ein verteiltes System. Also recht wenige eigentlich. Wer schreibt Standardcode, der nicht als Individuallösung läuft, der, sagen wir mal, mindestens 10 Installationen läuft? Das ist auch eher selten, das meiste ist Individualentwicklung. Wer hat denn Verantwortung, wenn in der Produktion was schief geht? Wer muss damit ran? Okay, Viertel. Und wer hat ein Problem auch schon mal zum ersten Mal in der Produktion erlebt? Na, super, IT ist klasse. Moment, genau, Produktion ist das erste Problem, doch, es geht. Wer hat schon mal ein Java-Ending geschrieben? Das kann jetzt natürlich nur die Java-Entwickler betreffen. Okay, zwei. Und es ist in Produktion wirklich in Nutzung? Okay, in beiden Fällen, gut. Wer hat schon mal einen Java-Fretdump gesehen? Okay. Ich bin jetzt kein Fan von, aber das ist eine Möglichkeit, die Frage zu stellen. Also bei wem gibt es irgendwie was, woran man sich schriftlich halten kann bezüglich Logging? Eine Richtlinie, genau, wo ein bisschen empfohlen wird, wie man so mit dem Thema Logging, wenn man Anwendung schreibt, umgeht. So ein bisschen. Okay. Hardware-Kapazitätsplanung. Bei wem basiert die Hardware-Kapazitätsplanung auf Realität? Also, dass wirklich das Wissen um die Auslastung vorhanden ist. Okay, zwei, drei, vier vielleicht. Gut, jetzt ist genug mit Fragen. Ich kümmere mich hier nur um Serveranwendungen. Also Desktop und so habe ich keine Erfahrung, kann ich nichts zu sagen. Es gibt kein Code, also wer jetzt irgendwie tollen Code sehen will, wird enttäuscht sein. Gibt keine Frameworks. Ich gebe einfach nur ein bisschen von meinen Troubleshooting-Erfahrungen weiter und hoffe, dass man dadurch ein bisschen im Anwendungsbetrieb auf Dauer vielleicht glücklicher wird. So, fangen wir mal an. Typische Probleme in Produktion. Also häufig melden sich die Leute und sagen, ich habe Performance-Probleme.
So, und Performance-Probleme können sein, einerseits Anwendung ist zu langsam im Sinn von einzelnen Vorfällen. Es gibt bestimmte Dinge oder bestimmte Zeiten, wo Sachen einfach zu lange dauern. Das ist ein gängiges Muster, wenn Performance gesagt wird. Oder aber es gibt Staus, also Performance ist so schlecht, dass bei einer durchsatzorientierten Anwendung die Requests nicht mehr weggeschafft werden in der Rate, wie sie reinkommen. Dann stauen sie sich davor an und dann wird quasi die Anwendung nicht mehr erreichbar sein. Das ist dann das, was die User beobachten. Sie kommen nicht mehr drauf auf das System. So, andere Möglichkeit von Problemen, Stabilitätsprobleme. Das heißt, die Anwendung reagiert nicht mehr, man weiß aber gar nicht warum. Man hat nicht ein Performance-Problem schon erkannt, sondern kann einfach nur phänomenologisch sagen, wir erreichen sie nicht mehr. Okay, worum es hier nicht geht, Probleme fachliche Korrektheit. Die gibt es natürlich auch, ganz anderes Thema. Okay, meistens ist es so, dass Probleme zunächst initial sporadisch auftreten, dass noch kein Muster bekannt ist. In diesen Fällen, in der Regel, sind sie auch nicht gut reproduzierbar. Sie treten in der Produktion ab und zu auf, aber die Leute können sie nicht erzwingen. Das heißt, die Analyse sieht erstmal schwierig aus, weil man ja nicht sozusagen Gewehr bei Fuß stehen kann und dann innerhalb von 3 Minuten, bevor der Restart kommen muss, die Analyse durchziehen kann. Auch häufig Probleme zu Hochlastzeiten, klar, beliebt, dass die Leute sagen, sondern wenn sie sagen, wir haben Performance-Probleme, dass sie zu Hochlastzeiten auftreten. Das klingt danach, als könnte man sie besser reproduzieren, muss ja nur Last machen. De facto ist aber auch nicht klar, was an dieser Last das ausschlaggebende Element ist. Das heißt, auch hier scheitert die Reproduktion häufig. Oder aber Probleme treten nach einiger Zeit auf. Ein schleichender Verfallsprozess, der irgendwann die kritische Schwelle überschreitet, dass er wahrgenommen wird. In Wirklichkeit unter der Haube passieren Dinge, stauen sich langsam an, ohne dass es zu einem fatalen Effekt führt. Und nach einiger Zeit sind fatale Grenzen erreicht. So, das heißt, wirklich sehr häufig ist zunächst mal so, wir haben eine schlechte Beobachtbarkeit. Also wenn sie da sind, ja. Aber wir können nicht genau hingucken, was eigentlich los ist, warum es los ist und wie die Sachen beginnen zu entstehen. Umkehrschluss, ich sehe nur, was ich sehe. Die Probleme, die die Leute gut beobachten können, lösen sie vermutlich auch alleine. Also die wird es auch geben, aber die landen nicht bei mir. Und B, was ich auch ganz häufig sehe, wenn die Dinge erstmal so eskaliert sind, dass man Hilfe schreit, Überlagerung mehrerer Probleme. Nicht unbedingt am Anfang davon ausgehen, es gibt ein Problem. Ja, das eine Problem ist, Performance oder Stabilität sind Mist. Das heißt aber nicht, dass es eine Ursache gibt. Häufig überlagern sich mehrere Effekte. Einzeleffekte wirken sich nicht so gravierend aus, dass man sofort nach Hilfe schreit, sondern man toleriert bestimmte Instabilitäten. Wenn es erstmal richtig heftig ist, liegen drunter auch häufig mehrere Ursachen. Umso wichtiger ist es, die Beobachtungen, was sehe ich, von den vermuteten Ursachen stark zu unterscheiden. Also sich immer bewusst zu sein, wo geht man jetzt einer These nach und wo weiß man, weil man etwas gesehen oder gemessen hat, wie die Dinge sind. Ein gängiger Problemtyp, die Applikation, die wir heute haben, viele sind durchsatzgetrieben, jetzt nicht Batch-Jobs, sondern durchsatzgetriebene Anwendungen. Das heißt, die holen ihre Performance aus dem Parallelbetrieb raus. Ja, es müssen parallel viele Vorgänge verarbeitet werden. Das heißt, wir haben Synchronisations- und Locking-Fragestellungen. Um die Korrektheit zu gewährleisten, müssen bestimmte Codeblöcke synchronisiert werden, dass nur ein Thread gleichzeitig in ihnen aktiv sein kann. Das ist an sich nicht böse, das ist zwingend notwendig für die fachliche Korrektheit des Vorgangs, aber es gibt ein paar Regeln zu beachten, die häufig nicht berücksichtigt werden. Wichtig, die Log-Belegung darf nicht zu lange sein. Locking braucht man durchaus, aber der Codebereich, der gelockt wird, der muss klein sein. Der muss klein sein im Sinne von, wie lange braucht er durchlaufen zu werden. Und das Zweite, die Akquisitionsrate, wie häufig wird gelockt, wie viel Mal pro Sekunde muss gelockt werden, darf nicht zu hoch sein. Genau genommen, die beiden Faktoren spielen zusammen im Produkt. Das Produkt ist die Log-Belegungsdauer. Wie lange ist der Log belegt? Und die Log-Belegungsdauer muss deutlich kleiner als 1 sein. Eine Sekunde pro Sekunde wäre der Log ist immer belegt. Ja. So, als Beispiel, wenn die mittlere Belegung 10 Mikrosekunden ist, das ist gar nicht so absurd kurz, da kann man schon einiges machen, also kann ja mal mit modernen Taktraten ausrechnen, was man in 10 Mikrosekunden so hinbekommt, dann können wir uns gut 2000 Log-Operationen pro Sekunde erlauben, das ist gar nicht so wenig. Wenn wir aber diese Rate auf 5 Millisekunden hochziehen, weil wir beispielsweise eine ganz simple, eigentlich für Netz recht schnelle Operation was Netz machen, dann landen wir bei 4 Logs pro Sekunde mit derselben Logbelegungsrate. Wir sehen also, dass die Zeit, die wir den Log halten, sich schon dramatisch darauf auswirkt, wie viele Log-Operationen noch tolerabel sind. Wir müssen also darauf achten, möglichst kurze Logbelegungen zu haben.
Was sind Auswirkungen von Log-Problemen? Naja, das gravierendste und bekannteste ist ein Deadlock. Das heißt, wir haben mindestens zwei Threads, die wechselseitig auf einen Log warten, den der andere gerade hält. Das bedeutet dann typischerweise, also das bedeutet, dass die beiden Threads auf jeden Fall nicht mehr weiterlaufen, aber typischerweise, weil das gerne in Kernbereichen von Anwendungen passiert, stauen sich danach dahinter auch alle anderen Threads relativ zügig auf. Also das hat gerne auch die Konsequenz, dass die ganze Anwendung nicht mehr weiterlaufen kann. Häufiger mittlerweile, Deadlocks sind relativ einfach zu analysieren, das sehen wir nachher auch. Deswegen sind sie in der Regel kein Problem im Sinne von unverstandenes Problem. Log Contention ist ein viel häufiger unangenehmes Problem. Das heißt, wir haben ein Log und dieser Log ist zu häufig belegt. Und Threads müssen warten, bis sie an den Log rankommen. Und dann bauen wir sozusagen eine Quasi-Serialisierung des Teils der Anwendung ein. Das heißt, hinter diesem Log staut sich alles und unsere Parallelität, die wir brauchen für die Performance, ist weg. Das Fiese an dem Problem ist, es tritt nicht linear auf. Wenn ich 50% der Performance des Logs habe, also als Hausnummer, merke ich das noch gar nicht groß. Und wenn ich in die Richtung 80% komme, kriege ich dramatische Performance-Einbußen. Das heißt, das geht nicht linear. Wenn wir uns der Performance des Logs annähern, der maximalen, dann kippt das um. Ja, man hat keine gute Vorwarnung. Thread Starvation, das ist die Situation, wenn nicht alle Logs nicht alle Threads fair an den Log rankommen, sondern einige Threads den Log sehr häufig bekommen und andere sehr selten bekommen. Wenn man sich die APIs von Logs anguckt, sind in der Regel nicht so, dass Fairness gewährleistet ist. Das heißt, es könnte sein, dass 2, 3 Threads den Log eigentlich immer bekommen und 15 andere beliebig lange warten. Es ist nicht gesagt, dass der am längsten wartet, einen Log bekommt. Das ist auch nicht unbedingt produktiv, denn es gibt andere Effekte, wo man sagt, Fairness ist nicht unbedingt gut. Der Operating System Scheduler hat vielleicht eine andere Idee davon, welcher Thread als nächstes weiterlaufen soll. Und wenn man Fairness macht, wird der Code komplexer, der den Log verwaltet und damit wird auch die Log Contention wahrscheinlicher. Aber man muss das im Auge behalten, dass an sich erstmal bei Locking kein Verfahren eingebaut ist, wenn der Log stark belastet ist, dass die Threads fair drankommen. Okay, Log Contention, also die Überlastung des Logs vermeiden. Wie wir vorhin gesehen haben, wir sollten keine komplexen Operationen machen, während ein Log gehalten wird. Insbesondere Tod und Teufel, keine Remote-Aufrufe. Ja, das ist sozusagen das Allerfieseste, was man tun kann. Man hält einen Log, weil man mit der Datenbank redet. Super Idee. Dann gut überlegen, welche Informationen muss man wirklich sharen und welche Informationen kann dann unabhängig weiter benutzt werden. Ja, gesharte Informationen muss synchronisiert werden. Wenn ich meine Information irgendwie partitionieren kann, das von vornherein klar ist, die ist nur auf einzelnen Threads, mache ich mir die Synchronisation einfacher. Dann gibt es seit mittlerweile sehr vielen Jahren schon die Java Concurrency Utilities, die sind aber noch nicht so in den Applikationen verbreitet. Es lohnt sich, da drauf zu gucken. Das sind hervorragende Implementierungen von Collections und Ähnlichem, die extrem gut skalieren in Bezug auf viele Threads parallel. Die Probleme sind aber häufig auch gar nicht in den Applikationen, sondern in Hilfsbibliotheken. Also auch gängige Hilfsbibliotheken haben nach wie vor offene Bugs bezüglich Threading, weil typischerweise die Synchronisation nicht völlig korrekt ist, aber man sich davor scheut, sie völlig korrekt zu machen, weil man Angst vor den Performance-Implikationen hat. Und das ist schwierig heutzutage, den richtigen Weg zu finden. An sich muss man sagen, ohne korrekte Synchronisation geht gar nichts. Aber wenn man ein komplexeres Stück Code hat, die Synchronisation umzubauen, das ist auch etwas, wo man normalerweise doch etwas Angst vor hat. Um Deadlocks zu vermeiden, gibt es sowas wie Total Log Ordering, dass wenn man mehrere Logs
kein freies Memory. Es verwendet freies Memory für jede Sorte von Caches, was noch irgendwie helfen könnte. Freies Memory ist unnütz. In der Java-Welt ist es so, dass wir oberhalb vom OS die Java Virtual Machine haben, die eigentlich die Memory-Verwaltung für uns macht. Und die Memory-Verwaltung in der JVM ist extrem schlecht dokumentiert. Ja, es wird langsam besser, dass ab und zu mal ein Whitepaper auftaucht, wo was Wahres drin steht, aber es ist extrem schlecht dokumentiert, wie das aufgebaut ist, insbesondere wenn man wirklich damit arbeiten will. Also die ersten paar Skizzen sehen ganz nett aus und so, und man meint es verstanden zu haben, aber wenn man dann versucht, wirklich was einzustellen, stellt man fest, dass man viel mehr wissen muss. Und ich will über das, weil ich auch ein bisschen viel habe, mal drüber weggehen, aber es ist so, dass wir zur Garbage Collection viel lernen müssen. Also es gibt da sehr viel zu wissen, was nicht sehr gut dokumentiert ist. Und will im Wesentlichen auf den folgenden Punkt raus, in dem Maße, in dem Virtualisierung wieder zunimmt, fürchte ich, dass wir auch bei den gut verstandenen Ressourcen jede Menge Stress bekommen werden. Ja, die Virtualisierung über mehrere Stufen, die wir in Memory drin haben, macht uns echt Schwierigkeiten zu verstehen, was abgeht. Und das Gleiche bauen wir jetzt für alle möglichen anderen Ressourcen ein. Es gibt Gründe dafür, klar. Ja, aber sozusagen, man kann bereits nicht nur am Horizont, schon eigentlich direkt vor der Haustür sehen, dass die Leute anfangen, wieder zu Schwierigkeiten haben, zu verstehen, wie ihre Ressourcenauslastung ist. Ja, je nachdem, auf welchen Layer ich hingucke, kann die sehr unterschiedlich sein. Und das, ich fürchte, dass Ressourcen, über die wir uns längere Zeit keine Gedanken mehr gemacht haben, uns jetzt wieder im Problembereich ziemlich einholen werden. Also wie zum Beispiel was Banales mit CPU. Okay, also es gibt so verschiedene Muster, insbesondere im Java-Bereich sind Thread-Dumps sehr mächtig, da gehe ich jetzt gleich drauf ein. Es gibt das Logging, wo ich ein bisschen was dazu sagen will. Es gibt Monitoring. Alle drei Sachen sollen jetzt dazu dienen, wenn es Probleme gibt. Es gibt Mittel, genauer hinzugucken. Diese Mittel sollte man einsetzen. Fangen wir mit einem Thread-Dump an. Was ist ein Thread-Dump? Ein Thread-Dump ist eine Momentaufnahme des Codes, der läuft. Ein Thread-Dump zeigt mir in einem Moment, wo ich sage, jetzt möchte ich ihn haben, erstmal eine Liste aller Threads in der JVM. Ich habe gleich ein Beispiel, dass man das sehen kann. Das heißt, ich sehe zum Beispiel den Namen des Threads. Dann sehe ich eine ID. Die ID kann man bei den Betriebssystemen typischerweise auf eine Thread-ID, die man außerhalb sehen kann, zum Beispiel Linux, PS und ähnliches, mappen. Wenn ich außerhalb sehe, ich habe einen Thread, der viel CPU-Zeit verbraucht, was tut denn der eigentlich? Den kann ich mappen auf eine Angabe in einem Thread-Dump, weil der eine gleiche oder ähnliche ID je nach Betriebssystem drin hat, die kann man umrechnen. Unter dem Namen des Threads steht der komplette Funktionsstack der Java-Methoden. Und objektorientierte Sprachen, meistens sind die Klassen und die Methodennamen schon sprechend. Ja, wenn was auf einen Socket wartet, dann ist das ein Socket-Read. Wenn was auf eine Verbindung horcht, ist das ein Socket-Accept. Wenn ich auf eine Datenbank warte, dann steht da irgendwie Oracle Read Packet. Ja, in der Regel verwenden Entwickler schon halbwegs passende Namen und die stehen im Klartext da. Das heißt, ich kann eigentlich sehen, was dieser Thread, was jeder Thread in diesem Moment gerade tut. Dann gibt es Informationen, ob der auf einen Log wartet, das steht da auch drin. Und fast alle Thread-Dump-Techniken geben sogar von selbst an, ob ein Deadlock drin ist. Das könnte man zwar dann auch sehen, aber das wird dann auch direkt fett drüber geschrieben. So, es ist eine Momentaufnahme. Ja, nur wenn da fünf Threads auf Datenbank warten, weiß ich nicht, ob es im nächsten Moment einer ist oder ob die ganze Zeit fünf sind. Also ich muss mehr als einen machen. Ich mache vielleicht drei, alle drei Sekunden einen, damit ich, wenn ich in einem Thread dann was Besonderes sehe, in dem nächsten und übernächsten nachgucken kann, ob das eigentlich auch noch so ist oder ob das jetzt gerade Zufall war, einen Moment lang. Also ein paar davon machen. Thread-Dumps sind ein JVM-Feature. Das hat nichts mit der Java-Anwendung zu tun. Das macht die JVM für uns. Jede Java-Anwendung kann das auf die gleiche Weise machen. Sie gehen sehr schnell. Die unterbrechen die Ausführung sehr, sehr, sehr kurz. Das heißt, ich habe überhaupt keine Skrupel damit, zu meinen aufgeregten Kunden zu gehen, die kritischsten Produktionsapplikationen haben, und zu sagen, wir machen jetzt mal einen Cron-Eintrag, der alle halbe Stunde Thread-Dumps von all ihren Java-Anwendungen macht. Kein Stress. Ja, ganz früh, frühe 1.4.2er und noch früher, also nicht alle 1.4.2er, sondern frühe Patch-Levels, da konnte es zu Instabilitäten beim Thread-Dump kommen. Thread-Dump ist kein Memory-Dump, das gibt es auch als Begrifflichkeit, was völlig anderes und ist schwergewichtig, dauert lange und beeinträchtigt den Prozess wesentlich. Thread-Dump ist schlank, schnell, einfach und macht nichts kaputt. Wohin geht der Thread-Dump? Ein Thread-Dump geht nach Standard-Out. Aha. Wo mein Standard-Out hingeht, das muss ich mir selber überlegen. Ja, gucke ich mal in mein Startskript, ob ich das umgeleitet habe oder ob das ins Nirvana geht. Also Standard-Out zu haben, wäre an der Stelle ganz nützlich.
Es gibt auch sowas wie Java Service Wrapper, Open Source Projekt von Lukisoft, den man verwenden kann, der einem sowas standardmäßig auffängt und noch anderes macht. Und man kann das WebAmp auch programmatisch sich holen. Man kann in der JVM Code laufen lassen, die über die laufende JVM sich ins WebAmp holt. Und mit dem kann man jetzt machen, was man will. Auf Platte schreiben, übers Netz schicken oder sonst was. Wie wird ein Dump erzeugen, Threadump? Normalerweise unter Unix-Linux-System, kill-quit. Klingt jetzt so, als würde die Applikation gleich aufhören. Tut sie nicht. Sie schreibt einfach nur ein Threadump auf Standard-Out und läuft sofort weiter. Ja, alle ausprobieren. Heimgehen, ausprobieren, wer mit Java-Anwendungen zu tun hat. Selbst vergewissern, jo, das funktioniert. Das tut nicht weh. Das tut einfach. Hat nichts damit zu tun, den Prozess zu beenden. Aber nicht minus-quit weglassen, ne? Okay, unter Windows ist es so ähnlich, aber leider nicht ganz so gelungen. Es ist das Break-Signal, was man von der Tastatur Pause oder Break, je nach Tastatur Locale, schicken kann. Das kann man aber nur, wenn der Prozess an der Konsole hängt. Das heißt, alle produktiven Applikationen, da geht das nicht, weil das in der Regel Services sind, Windows Services. An Windows Service kann ich kein Break-Signal schicken. Das heißt, wenn ich die Applikation teste in der IDE oder so und das läuft über eine DOS-Box, da kann ich das tun. In der Produktion, wenn es ein Service wird, geht das nicht mehr. Da gibt es verschiedene andere Möglichkeiten. Einerseits das, was ich gerade erwähnte, man kann programmatisch über ein sogenanntes Plattform-MBIN als Java-Entwickler, kann man sich ein Threadump geben lassen. Der ist ein bisschen weniger aussagekräftig, aber das ist nicht wirklich schlimm und ein paar JVM-interne Threads sind nicht drin, aber die sind in der Regel nicht die Sorgenkinder. Diesen MBIN-basierten Dienst kann man einerseits über eine sogenannte JMX-Schnittstelle abrufen. Zum Beispiel mittlerweile in Java 6 ist, glaube ich, auf jeder Plattform JStack dabei. Das ist ein kleines Command-Line-Tool, was in Wirklichkeit diese Schnittstelle verwendet, um einen Stack auszugeben. Oder als Beispiel, ich bin Tomcat-Entwickler und ich habe mir ein Servlet geschrieben, was die interne programmatische Schnittstelle aufruft. Das heißt, Wenn jemand zu mir kommt und will ein Threadump oder braucht, oder ich sage, Sie brauchen ein Threadump von Ihren Web-Applikationen, dann tippe ich denen eine kleine Web-Applikation rein und rufe mein Threadump einfach über den Browser auf. Okay. Das vielleicht auch nur ganz kurz. Tanukisoft Service Wrapper ist eine Möglichkeit, auch unter Windows Sachen mit ein bisschen mehr Komfort als Service laufen zu lassen, als die Einfach-Variante. Da kann man auch Dumps sich ziehen. Wie sieht ein Threadump aus? Okay, oben steht drüber, dass da jetzt ein Threadump kommt. Das ist der Name des Threads. Wenn ein Entwickler einen neuen Thread startet, kann er dem einen Namen geben. Und die meisten Entwickler tun das und geben dem sogar sinnvolle Namen. Das hilft an der Stelle, weil man dann eine Idee hat, was für eine Art von Thread das ist. Das ist der Hauptthread vom Tomcat, der erste, der startet. Hier haben wir eine Thread-ID und noch eine ID. Eine von den beiden matcht in der Regel die Thread-ID im Betriebssystem. Unter Solaris ist es die NIT und unter Linux ist es, glaube ich, die TIT oder umgekehrt, ich vergesse es immer. Gut, das ist zum Beispiel, wo ich vorhin sagte, ja, der wartet hier auf eine einkommende Netzverbindung auf einem Socket und weiter unten sehen wir, wo er herkommt. Das ist also in gewisser Weise von unten nach oben zu lesen. Diese Funktion hat diese gerufen, hat diese und da oben steht er jetzt gerade. Das ist jetzt ein Thread. Dann haben wir weitere Threads da drin, zum Beispiel haben wir hier Threads, die horchen auf dem Port. Ich weiß das, weil ich Tomcat kenne, aber es ist irgendwas mit HTTP. Und wenn man seine Config kennt, wird man feststellen, oh, den haben wir ja konfiguriert. Das ist in Wirklichkeit ein Thread, der Request-Verarbeitung auf diesem Port macht, der auch. Die sind irgendwie durchnummeriert. Ja, der wartet auf eine neue Verbindung auf diesem Port. Der hier hingegen, wenn man den Thread sich genau angucken würde, wartet idle im Pool darauf, dass er überhaupt was tun soll. Das ist sowas, wenn der Threadump selbst feststellt, da ist ein Deadlock drin, dann sagt er einem, dass da ein Deadlock ist und er sagt auch, dass dieser Thread wartet auf den Lock und der wird gehalten von dem Thread, das ist jetzt der, den ich hier unten rein habe und der sagt das Gleiche. Also oben steht Deadlock Detected und dann steht sogar drin, zwischen welchen Threads und das ist der Deadlock, von dem ich vorhin das Entwicklerzitat hatte im JCIS. Und ja, das war dann zum Beispiel der Fall, dass dann mehr als 400 Threads, nachdem der Deadlock erstmal da war, waren dann ziemlich zügig etliche 100 Threads, die hinter diesen zwei wechselseitig gehaltenen Locks hingen und auch noch warteten und die waren alle im gleichen Stack. Und das ist ein gängiges Muster. Wenn ich wissen will, ob was Interessantes in meinem Thread ist, gucke ich zum Beispiel, welche Applikation ich überhaupt nicht kenne, wer kennt schon seine Applikation,
gucke ich nach, ob der gleiche Stack sehr häufig vorkommt. Also wenn viele Threads das gleiche machen. Entweder, das ist was Banales wie, es ist ein Pool, der nichts zu tun hat, oder wir stellen dann fest, oh, da steht ganz viel Warten auf Oracle, ganz viel Warten auf LDAP, ganz viel Warten auf SAP, ganz viel Warten auf irgendwas. Ja, und das ist das erste Zeichen, dass da ein externes System offensichtlich zu langsam ist. In dem Fall hier warten die nicht auf was Externes, sondern die warten alle auf den gleichen Log. Moment, wo bin ich? Genau, das steht auch drüber. Die warten alle auf diesen Log und den findet man dann, der Thread, den hält, und bei dem stand daneben, dass es ein Deadlock ist. Okay. Log Contention, auch ohne Deadlock kann es sein, dass ganz viele Threads warten. Das ist halt auch ein bisschen anonymisiertes Echtbeispiel. Da sehen wir halt, das sind auch irgendwelche Servlets, die verarbeiten einen Post und die gehen dann über Struts, also Standard Web Framework, oder ein bekanntes Web Framework im Java-Kontext, und landen in irgendeinem Formhändler der Applikation und da hängen sie alle an dem Log und warten. Und damit habe ich etwas, was ich dem Entwickler zeigen kann. Wenn ich dem Entwickler nur sage, die Applikation hängt ab und zu, sagt er auch, ja und jetzt. Ja, wenn ich aber Admin bin und kann sagen, ich habe einen Thread angezogen und ich sehe, wir stehen ganz viele Threads alle hier drin. Der Entwickler hat diesen Code. Ja, der Entwickler kann da reingucken und wenn der Code noch nicht kompiliert ist, wie hier, dann steht in der Regel auch Zeilennummern sogar dabei. Ja, weiß man genau, wo der Log geholt wird. Okay, ich gucke mir meistens nur die obersten 5 bis 10 Zeilen in jedem Stack an und sortiere dann. Also ich lasse mir eine Liste geben, kann man gerne ein Skript schreiben. Da steht dann folgende 14 Threads oder 140 Threads, haben alle die Top 5 Methoden sowieso. Ja, das ist die schnellste Möglichkeit zu sehen, ist da was ganz offensichtlich Auffälliges drin. Das heißt, ich entscheide mich für irgendein N, irgendwas zwischen 5 und 10, gucke mir die Top N Threads an, schmeiße da die Hex-Adressen raus und lasse mir oben drüber schreiben, wie viele Threads oder welche Threads genau diesen Stack haben. Denn in echter Produktion so ein Thread-Dump, wenn ich 200 Threads habe und jeder hat einen Stack der Höhe 20, habe ich 4000 Zeilen, die lese ich jetzt auch nicht mehr einfach von oben nach unten. Ja, ich muss das ein bisschen sinnvoll sortieren. Und das macht man am besten meiner Meinung nach hier mit. Wenn ich dann eine Idee habe, was faul ist, dann gehe ich schon nochmal in den vollen rein und gucke ein bisschen nach, ob das plausibel ist mit dem vollen Dump. Phänomene, die man damit gut verstehen kann. Wenn die Anwendung langsam ist, obwohl die CPU überhaupt nicht ausgelastet ist, also eigentlich haben wir keinen CPU-Engpass, aber es antwortet trotzdem langsam, dann könnte es sein, dass wir ein Locking oder ein Warten auf ein Locking-Problem oder ein Warten auf ein externes System haben. Beides würden wir sehen. Wir würden Remote Calls sehen und wir würden auch sehen, ob wir auf Logs warten und in welchem Umfang. Langsam, meine Lieblingsformel, die darf in keinem Vortrag fehlen, zur Performance, bloß jetzt mal Antwortzeit ist Parallelität im Schnitt. Das heißt, wenn wir User haben, die in relativ konstanter Rate einfach weiterarbeiten oder versuchen weiterzuarbeiten und die Antwortzeit steigt jetzt stark an aus ihrem Grund, sagen wir mal auf das Zehnfache, dann steigt unsere Parallelität auch auf das Zehnfache an. Und die meisten dieser Threads werden an der gleichen Stelle stehen. So, das hier sind alles so Sachen, wo man Mittelwerte bilden muss. Das hier ist etwas, wo man ganz leicht Punktbeobachtung machen kann mit dem Dump. Das heißt, das ist ein schönes Messinstrument. Hohe CPU-Auslastung ist auch etwas, wo man im Thread-Dump möglicherweise weiterkommt, nämlich wenn in Wirklichkeit der Code in ganz kleinen Codebereichen sich immer bewegt, schleift. Dann würde ich auch bei vielen Dumps sehen, der ist schon wieder da, ist schon wieder da. Er wartet nicht, ist kein Ruf nach extern, das ist irgendeine Geschäftslogik, irgendein interner Bereich, aber der kommt eigentlich sehr, sehr häufig vor, dann kann der zu hoher CPU-Auslastung führen. Okay, mein Vorschlag, ausprobieren. Jeder sollte sich wirklich, also jeder, der Java-Anwendung hat, sollte das Thread-Dumps mal machen. Erstmal vielleicht auf seinem Entwicklungsgerät, im Testsystem, mal ein bisschen warm werden damit, mal reingucken, wie die Sachen zu verstehen sind und gegebenenfalls als Standard in der Produktion unterbringen. Zum Beispiel, wenn ich eine Anwendung habe, wo ich standardmäßig, weil ich nichts besser weiß, immer damit reagiere, sie durchzustarten, wenn sie ein Problem hat, dann schreibe ich doch mal die Stoppmethode der Anwendung Thread-Dumps rein. Mache ich 3 Thread-Dumps automatisch beim Stoppen, bevor ich so runterfahre. Das kann jemand anderes hinterher angucken, aber es ist da. Okay, das war zu Thread-Dumps. Diejenigen, die vorhin gesagt haben, Thread-Dumps, hatten die Erfolg damit, Thread-Dumps zu machen? Also damit meine ich nicht nur, dass einer rausgekommen ist, sondern das, was Interessantes drin stand. Okay, ich sehe 2 nickende Köpfe und viel mehr haben nicht die Hand gehoben vorhin.
Okay. Und das ist ein Drama, dass so wenige wissen, dass das gibt. Das ist ein ganz starkes Feature in der JVM, dass man das machen kann. Das ist ganz schlimm, dass es kaum verwendet wird. Okay, Logging. Beim Logging kommt es mir darauf an, zunächst mal klar zu machen, Logging dient sehr verschiedenen Zwecken. Die gleiche Technik wird für sehr unterschiedliche Dinge verwendet. Es gibt Entwickler-Debugging. Der Entwickler schreibt an seinem Code rum und will besser verfolgen können, ob der jetzt auch wirklich da reinläuft oder nicht. Also baut er Debug- und Trace-Statements ein. Es gibt die Anzeige von produktionsrelevanten Problemen. Hallo, hier ist jetzt was Schlimmes passiert, helft mal bitte jemand. Es gibt aber auch Protokollierung von Vorgängen oder Auditing. Es werden einfach Transaktionen festgehalten, um Geschäftsauswertungen zu machen, weil es gesetzlich verlangt wird, aus verschiedensten Gründen. Es gibt Performance-Messungen, zum Beispiel, weil ich wissen will, ob meine Datenbank noch schnell genug ist oder überhaupt schnell genug ist. Es gibt SLA-relevante Informationen, die man vielleicht rausziehen will. Es gibt also ganz verschiedene Gründe, warum man loggen kann. Was passiert jetzt ist, die Leute versuchen, diese Zweck über ein Log-Level abzubilden. Die sagen, Fatal ist, wenn ich ein Produktionsproblem habe, Debug ist das Entwickler-Logging, das Tracing-Auditing mache ich auf Info, ich weiß nicht, was ich noch hatte. Und da behaupte ich, das ist Mist. Es ist Mist in, Entschuldigung, wem sagt Log4j was? Halbwegs. Okay, relativ viele. Gut. Also ich sage ja, ich mache was über Java und ich falle jetzt ab und zu in Java-Terminologien. Es ist Mist zu versuchen, die Komplexität der ganz unterschiedlichen Gründe hier über Log-Levels abzugrenzen. Warum? Es könnte sein, dass auch im Auditing es verschiedene Levels sinnvoll sind. Dass ich normalerweise auf einem schwachen Auditing-Level laufe und die Möglichkeit haben möchte, den starken zuzuschalten, ohne jetzt gleich alle Entwickler-Trace-Meldungen mitzubekommen. Das killt die Performance. Ja, in vielen dieser Bereiche macht es Sinn, unterschiedlich viel loggen zu wollen, ohne den anderen gleich mit umzuschalten. Das sind so Beispiele. Ne? Also ich will vielleicht auf Info-Level irgendwie Rekonfiguration ausgeben können, ja? Also dass in der Applikation etwas umgestellt wurde. Oder ich will auf Warn unterschiedliche Login-Fehlversuche und Performance-Protokollierung auf Info sieht vielleicht so aus, auf Warn steht vielleicht weniger und auf Debug steht vielleicht viel mehr da. Das sind unterschiedliche Anwendungsfälle, die man, wo man den Log-Level getrennt halten muss. So, alle Log-Frameworks, die ich kenne, unterstützen Logger-Hierarchien. Die kennen nicht nur einen Weg zu loggen, sondern die haben Logger-Objekte. Log- oder Logger-Objekte. Und jeder dieser Log- oder Logger hat ein Log-Level. So, und ja, was passiert normalerweise? In jede Java-Klasse wird ein Logger reingehängt, das heißt wie die Klasse. Bums. Das ist sozusagen das Standard-Reaktionsschema von vielen Java-Entwicklern. Das ist okay für ihr eigenes Tracing, Debugging, wie geht es durch den Code? Hey, der Logger heißt so wie die Klasse, den Namen des Loggers kann ich in das Log falsch schreiben. Oh super, ich weiß, wo ich bin, dann könnte ich auch anders machen. Okay, aber das ist ein Logger. Es gibt keinen Grund, warum eine Klasse nur einen Logger haben sollte. Sie kann viele Logger haben. Insbesondere sollte man für ganz andere Log-Aspekte andere Logger verwenden, damit man die Level unterschiedlich stellen kann. Und damit man auch die Ausgabekanäle anders gestalten kann, wohin die schreiben. Wenn ich den gleichen Logger verwende, kriege ich das nicht mehr aufgetrennt. So, Logger sind in der Regel hierarchisch benannt. Warum? Man möchte in der Konfiguration nicht für jeden verwendeten Logger hinschreiben, welchen Level der hat. Super, klassische Java-Anwendung hat vielleicht 1000 Klassen. Ich kann nicht 1000 Zeilen ins Log-File schreiben, nur um den Log-Level, ins Config-File schreiben, nur um den Log-Level zu definieren. Also haben die einen Namensraum und man kann sagen, bis da und dahin, alles was unterhalb dieses Namensraums hängt, hat folgende Konfiguration. So macht man das, vereinfacht man sich die Konfiguration. Diese Hierarchie ist deshalb auch für diese anderen Logger wichtig. Das heißt, wenn man Performance-Logger macht, guckt man, dass man die in eine gemeinsame Hierarchie steckt. Wenn man Auditing-Logger macht, dass man sie in eine gemeinsame Hierarchie steckt. Ja. Und auch da kann in jeder Klasse könnte ein eigener drin sein, wenn sie überhaupt Auditing machen muss. Nur gucken, dass man wieder einen neuen Namensraum aufbaut und dass der nicht über sich überschneidet mit dem Entwickler-Logging-Namensraum. Dann auch sowas, also das Entwickler-Debug-Logging ist für Menschen, das gebe ich zu, aber fast alles andere Logging ist eigentlich nicht für Menschen gemacht. Weil in echter Produktion sind so viele Daten, das will niemand mehr lesen von vorne nach hinten, das will man auswerten. Das heißt, Logging sollte erstmal zeilenorientiert sein. Ja, ein Exception-Stack sollte ich nicht auf eine Zeile packen, das ist keine 100%-Regel. Aber wenn ich Daten formalisiert auswerten will, hilft mir das, wenn die jeweils ein Kontext von Daten in einer Zeile steht und ich nicht suchen muss, wo die andere ist. Die andere ist nämlich nicht die nächste.
Wenn ich unter Hochlast eine Multithreaded-Anwendung habe, ist die dazugehörende Partnerzeile vielleicht 17 Zeilen weiter im Logfile. Ja, das finde ich nicht mehr. Da muss ich ziemlich viel Aufwand treiben, um das zu markieren, dass das die Fortsetzungszeile von der anderen ist. Und dann muss ich ein ziemlich komplexes Stück Code schreiben, um das wieder zusammenzusuchen. Also eine Möglichkeit, nicht das zeilenorientierte Format verlassen. Auch schön, immer dran denken, fast alle Anwendungen in Produktion laufen auf Debug-Level. Leider. Also ich will das nicht, das ist Mist, aber beim ersten Problem passiert es und meistens wird es nicht mehr abgestellt. Das heißt, vielleicht sich überlegen, ob man einen anderen Weg kennt, also ob es noch andere Möglichkeiten gibt, an Info ranzukommen, als alles auf Debug zu stellen. Das ist nämlich sehr unangenehm. Das hat zur Folge, dass niemand mehr etwas findet. Ja, es ist nicht so selten, dass die Problemmeldung, die Ursache für was Schlimmes war, im Logfile steht. Aber das Logfile ist 2 GB groß, hat irgendwie 800 verschiedene Formate und die Betreiber der Anwendung haben gar keine Chance mehr, irgendwas da drin zu finden. Und was mache ich? Ich hocke mich einen Tag lang hin und kreppe so lange irgendwelche irrelevanten Zahlen raus, bis die relevanten 5 übrig bleiben. Das ist super spannend. Wofür man bei verteilten Anwendungen Logging verwenden kann, Performance- und Erfolgsprotokollierung. Ich finde das total spannend. Wenn ich eine Schnittstelle zu einer fremden Technik habe, wo ich auch nicht so sicher bin, wie stabil ist die auf meinen Anwendungsfall performant eingestellt und so, dann schreibe ich ein bisschen Performance-Daten weg. Wie lange haben die Calls gedauert? Und wenn ich jemand anderen Service bereitstelle, schreibe ich vielleicht auch meine eigenen Performance-Daten weg, damit, wenn es da zu Problemen kommt, wir miteinander darüber reden können, wann die Performance wie war. Vorgangs-IDs, ganz wichtig, wenn ich im verteilten System die Logs zusammenführen will, da kann ich nicht mal sagen, welche Uhrzeit, welcher Zeitstempel. Selbst wenn ich Millisekunden reinmache, reicht das nicht. Das heißt, ich muss wissen, was gehört zusammen. Deswegen ist es sehr nützlich, wenn man bei verteilten Systemen sich überlegt, vielleicht ein bisschen mehr als nur die Fachdaten durchzuschleifen. Zum Beispiel eine Vorgangs-ID, die möglichst weit vorne erzeugt wird. Eine eindeutige Vorgangs-ID, die über die Schnittstelle, das muss vorgesehen sein, in der Schnittstelle durchgeschleift wird und überall mitgeloggt wird, um die Logdaten überhaupt zusammenführen zu können. Als Beispiel auch total, also nicht total, aber auch sehr unbekannt, ähnlich wie Threadduns, Log4j hat einen sogenannten Map Diagnostic Context. Da muss ich die Vorgangs-ID als Entwickler nicht in die Logmeldung reinschreiben. Da und da und da und da. Was ich sage ist, wenn ich sie habe, übergebe ich sie dem Log4j unter einem bestimmten Namen und der trägt sie in eine Hashmap ein. Und wenn ich sie nicht mehr brauche, nehme ich sie wieder raus. Und der Log-Konfigurator, der Admin, kann sagen, log mir in der Zeile an der und der Stelle die ID, die unter dem Namen sowieso in die Hashmap eingetragen wurde. Das heißt, ob die gelockt wird, wo die gelockt wird, kann man konfigurativ entscheiden. Und man muss sie auch nicht in jede Logmeldung reinschreiben, sondern wenn sie entsteht, hinterlege ich sie einfach einmal. Das ist der sogenannte Map Diagnostic Context. Mein großes Problem mit Java UT Logging, das ist die Standard-Log-Methodik in Java, ganz schlimm, weil das ist das Default-Log-Format. Uhrzeit, Logmeldung, 2 Lines. Ich suche eine Logmeldung, wann war die? Ich muss ins File reingehen. Ich will wissen, wann ist viel gelockt worden. Was ist gelockt worden? Ich muss ins File reingehen. Es ist für mich ein wahnsinniger Unfug, das Standardformat, die Uhrzeit von der Meldung zu trennen durch einen Zeilenvorschub. Und in der Standardauslieferung von Java ist das nicht änderbar. Das ist so, fertig. Weil das Java UT Logging war eigentlich nur als Beispiel gedacht und dann war die Hoffnung, dass ganz viele Leute ganz toll diese Interfaces implementieren und viel Konfigurierbarkeit und sowas reinbringen. Und das ist fast nicht gemacht worden. Es gab einen Typen, Boris Unkel, der hat das mal angefangen, das wieder eingeschlafen. Aufgabekanäle, wenn es geht, bitte nicht alles schön nach Standard Out. Es gibt manche Dinge, die wird man nicht los auf Standard Out, weil die Leute eben kein Logging verwenden. Und wenn ich die Möglichkeit haben will, zu separieren und bestimmte Aspekte separat zu betrachten, dann kann ich nicht alles auf Standard-Out zusammenkippen. Also ein bisschen darauf achten, die Default aller Log-Frameworks sind nach Standard-Out. Riesenfile, alles drin, viel Spaß. Admins sagen häufig, sie wollen alles in einem File haben. Das verstehe ich, warum. Man will die zusammengehörigen Meldungen sehen. Aber am Anfang ist es nur ein Riesenfile und keiner versteht was. Wenn das Logging erstmal sauber läuft und die Applikation stabil ist, macht es Sinn, die Dinge zusammenzubringen. Wenn aber viele Probleme da sind, macht es mehr Sinn, das Logging aufzutrennen, je nach Subsystem. Also genau, auch ein Liebling von mir. Eine Zeit lang bin ich laufend auf Projekte gestoßen, die fanden es total klasse, dass man mit Log4j auf dem Syslog Remote loggen kann.
Ja. Wir hatten es vorhin von Log-Contention und wie lange hält man irgendwas und so. Also Logging übers Netz bei Hochperformance, das finde ich immer noch, also super Risikofaktor für die Stabilität und super Performance-Verschwendung. Ich meine, das mag solche Fälle geben, ja, wegen Nachprüfbarkeit, dass nichts verloren geht, definitiv und so, das direkt übers Netz schicken zu wollen, aber das ist ein echtes Risiko. Kann man nach... Ja, ich lasse das. Okay, das lassen wir vielleicht auch mal weg. Dass man keinen Fehler einführt durch das Logging. Genau. Das passiert so häufig, wenn der Entwickler schon die Grundsituation falsch verstanden hat, dass er dann in der Log-Version den gleichen Fehler nochmal macht und halt dann nochmal übersieht. Ja, ja, okay, genau. Also was man in die Log-Meldung reinsteckt an Objekten, auf die dann Toscreen losgelassen wird und so weiter. Genau, 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 genau. Muss man gut drüber nachdenken, was man hinschreibt. JMX überspringe ich. Monitoring. Will ich im Wesentlichen noch aufgrund der Kürze der Zeit auf einen Punkt raus. Die meisten verstehen unter Monitoring das, was da steht, für Störungen feststellen und melden. Das ist sozusagen typischerweise. Dann kommt eventuell noch dazu End-to-End-Monitoring oder ein Weg, es zu machen, ist, was gerne gemacht wird, End-to-End-Monitoring. Also wir, früher hat man immer alles separat gemonitort und hat man gesagt, wir finden die Probleme nie, aber die User finden sie. Super, simulieren wir die User, machen wir End-to-End-Monitoring, setzen vorne einen kleinen Automat, der alles ausprobiert und der sagt dann schon, wenn es nicht mehr tut, dann wissen wir zwar nicht, was nicht tut, aber wir wissen schon mal das, was nicht tut. Schwellwertüberwachung und Tod und Teufel, bloß keine Falschmeldungen. Sobald zu viele Falschmeldungen verschwinden alle Meldungen im Orkus. Ich bin der Meinung, dass aber auch ein ganz wichtiges Ziel von Monitoring ist diese kontinuierliche Messung von Betriebszuständen. Wie viele Threads habe ich eigentlich belegt, wie ist mein Memory, wie viele Datenbank-Connections sind im Betrieb und so weiter. Der Admin hat nicht die Zeit dazu, sich das dann auch anzugucken. Aber wenn ich ein Problem habe und ich will das analysieren, komme ich ohne solche Informationen selten viel weiter. Das heißt, man sammelt sie für den Fall, dass ein konkreteres Problem ist. Und ob man sie dann selber lesen kann oder nicht, ist nur zweitrangig, würde ich sagen. Wenn es sie gar nicht gibt, hat keiner eine gute Chance, was zu analysieren. Die zweite Sache, wenn man sie sammelt, Kapazitätsplanung. Das kommt dann, wenn die Sachen wachsen, wenn Anwendungen wichtiger werden und man ernsthaft Hardware-Ressourcen reinstecken muss, wird das dann spannender, dass man damit auch ein bisschen Geld sparen kann. Der Betrieb sagt, mich interessieren nur die Störungen. Und wenn ich ein Problem habe, gehe ich zur Entwicklung. Also das ist jetzt vereinfacht und das muss nicht überall so sein, aber im Java-Umfeld ist es so, dass die Entwicklung häufig sehr schnell geholt wird. Die Entwicklung sagt ja, aber wenn ich was analysieren soll, brauche ich irgendwie Informationen über diese Betriebsdinge und über das Zeitverhalten, über die Auslastung. Und da sage ich, Leute, ihr müsst zueinander finden. Diese Blackbox-Mentalität, wir fahren nur hoch und runter, jedes Problem macht ihr und die anderen sagen, ja, aber auf unserem Laptop hat es getan, das funktioniert real nicht. Das heißt, wo wir hinkommen müssen, ist, der Betrieb muss ein bisschen dabei helfen, auch Daten zu sammeln und bereitzustellen. Er hat die Infrastruktur. Und die Entwicklung muss bereit sein, dann aber auch sich dieses Zeug anzugucken. Ja, das ist, sehe ich sehr häufig, dass es zu hohe Kommunikationshürden zwischen Betrieb und Entwicklung gibt. Vielleicht nicht mal schlecht gemeint und teilweise auch vom Management forciert, weil das Management sagt, der Betrieb muss ganz schlank und billig sein. Das heißt, wenn, also das war eine Folie mehr für Entwickler, die Entwickler sollten ihren Betrieb auch mal klären, also wirklich erklären, warum er vielleicht ein bisschen mehr Daten sammeln soll, als er für sich meint zu brauchen, weil sie als Entwickler Betriebsdaten durchaus brauchen. Sie können den Betrieb aber auch unterstützen, beispielsweise indem sie MDINs schreiben, wo man Daten über ihre Anwendungen abfragen kann. So. Ich bin ein Fan davon, diese Daten zu sammeln, sie auch vielleicht zu visualisieren. Früher habe ich das auch nicht gemacht. Ich bin Mathematiker, bin immer lange Zeit rein durch und habe mich häufig verrannt. Es ist nicht so einfach, dann Dinge, die man meint, an den Zahlen zu sehen, dass die auch stimmen. Also Grafiken zu machen, hilft da sehr viel und es gibt heute genug Tools, auch im Open-Source-Bereich, Kakti und so weiter, mit denen man Daten sehr simpel, also im Vorgriff bereits automatisiert jeden Tag visualisieren kann. Und tja, am Anfang der Produktion würde ich dann schon auch mal drauf gucken. Ich würde mich interessieren für meine Anwendung, was eigentlich der Normalzustand ist. Sonst kann man im Nicht-Normalzustand auch gar nicht richtig unterscheiden von den vielen Sachen, die man sich dann anguckt, in welchem Bereich es jetzt nicht mehr so aussieht.
Okay, also zusammenfassend, Performance-Probleme und Stabilitätsprobleme ist das, womit man am häufigsten zu tun bekommt. Und ich sage, beobachten ist das A und O. Und zwar nicht erst, wenn das Problem da ist oder wenn es häufig genug auftritt, auch schon den Normalzustand verstehen. Und Threat Dance ist ein wichtiges Mittel. Logging, wenn man es aspektbezogen macht, kann sehr hilfreich sein. Und das Monitoring, worauf wir eben kurz eingegangen sind. Okay, Lasttests, klar, ist aber nicht so einfach. Vielleicht nur als zentrale Aussage. Ich sehe häufig, dass die Lasttests managementgetrieben gemacht werden. Ich will jetzt kein Management-Bashing machen, aber das bedeutet, es werden häufig Echtsimulationen gemacht. 3000 User mit Denkepause. Das ist für mich das Allerschlimmste. Das mache ich am Ende, wenn alles rund ist. Aber was der Lasttreiber mit 3000 User und Denkpausen real an technischer Last auf dem System macht, kann ich nicht nachvollziehen. Der macht jetzt eine Parallelität von 10, ein paar Millisekunden später vielleicht eine von 80, weil zufällig viele Denkpausen gerade oben sind. Ist nicht gut. Ich würde mit technischen Simulationen anfangen. Ohne Pausen, viel weniger Parallelität, also keine 3000 User, sondern 30. Und erstmal gucken, ob die Callraten überhaupt durchgehen. Und erst wenn das System mit technischen Lasttests sauber läuft, dann kann diese Echtsimulation passieren. Ansonsten macht man was sehr Komplexes und versteht gar nicht, was man jetzt eigentlich beobachten will oder was man analysieren möchte. Also erstmal rein technische Lasttests machen, bevor diese Echtsimulation kommt. Und überflüssiges Zeug weglassen. SSL Performance, die kann ich ganz leicht feststellen. Danach kann man SSL ausschalten. Das muss ich nicht noch mitmessen. Statischer Content ist Bandbreite das Einzige. Wenn meine Bandbreite okay ist, weglassen. Ja, also Dinge auch mal weglassen im Lasttest, wo man sagen kann, das ist jetzt irrelevant. Und immer schön gucken, ob der Test auch gültig war. Oder ob man eigentlich, das klingt jetzt albern, ob man eigentlich 40% Fehlerseiten gekriegt hat. Könnte sein, dass das Lasttool sagt, super Performance, alles klasse, Durchsatz erreicht, aber leider Fachlichkeit nicht durchgeführt. Okay, können wir weglassen. Dann machen wir jetzt aber Schluss. Bin schon etwas über die Zeit und hoffe, dass es was bringt. Ich kann noch kurz Gelegenheit für Fragen geben, weil wir noch ein paar Minuten haben. Ich bin aber heute und morgen auf unserem Stand, also meistens jedenfalls direkt am Eingang. Also wer ein bisschen länger reden will, kann mich auch da versuchen abzufangen. Ansonsten interessiert jemanden noch was? Fragen? Der Dokumentationsteil ist ein bisschen abgegangen, weil die Entwicklung und Betrieb in Wahrheit oft Probleme haben, die Dokumentation hinherzureichen. Es ist aber auch das Problem, es ist die Zeit auch häufig nicht mehr da. Es wird so viel Luft aus den Projekten rausgelassen. Dokumentation kostet auch viel Zeit. Insbesondere, wenn sie die Brücke schließen soll. Wenn der Entwickler nicht nur sein API beschreibt für den nächsten Entwickler, sondern wenn der Entwickler umdenken muss oder jemand anders umdenken muss. Und ich könnte jetzt sagen, okay, klar, also die Leute sollen mehr dokumentieren. Aber ehrlich gesagt, es wird nicht gelesen. Es wird nicht gelesen. Und ich glaube, der Grundansatz momentan ist ein Problem. Dieses ganz starke Blackbox-Denken im Betrieb. Wir dürfen nicht und wollen gar nicht mehr wissen, was da abgeht. Und eine Möglichkeit, die Neugierde wieder sozusagen in Gang zu kriegen, ist dieses wirklich mal hingucken. Und dann würde Dokumentation vielleicht auch wieder geschätzt werden. Ja, was halt schon ein Problem ist, ist der Zeitaufwand, den die Entwickler oder die Entwicklung überhaupt nicht in der Dokumentation steckt derzeit, weil das stimmt schon. Zeit oder vom Geld her, das geht dann verloren. Später. Ja. Ich meine, alles, was ich sage, soll darauf hindeuten zu sagen, macht rechtzeitig mehr Aufwand, damit er mehr versteht, es lohnt sich. Aber es ist nicht, also ich möchte das ja, es ist nicht der Trend der Zeit. Der Trend der Zeit ist in jedem Moment möglichst schlank zu bleiben und dann später mal zu gucken, ob nur was zu reparieren ist. Okay, dann danke nochmal und gute Konferenz.